So, hallo, hier aus dem Hintergrund und an der Kamera ist Saskia und ich bin hier in Bonn unterwegs für den MOOC Leuchtfeuer 4.0. Und das da vor mir ist. Johanna Schäfer. Genau, hallo Johanna. Hallo. Johanna, erzähl uns doch mal, wo sind wir hier und was machst du hier? Ja, wir sind hier im Bonn Lab. Das ist das erste Stadtlabor für Bonn. Das habe ich vor einem Jahr gegründet. Und das ist einfach ein Ort von Bonn und für Bonner. Und hier geht es darum, die Stadtgesellschaft zu vernetzen und eben bottom-up, grassroots-artig, Ideen für Bonn zu entwickeln und diese auch umzusetzen. Genau, super. Ich mache jetzt mal einen kurzen Schwenk, damit ihr mal so ein bisschen sehen könnt, wie das Bonn Lab aussieht. Ein Raum, der häufig sehr bewundert wird, weil er einfach diese Transparenz, die ja auch für das Digitale steht, auch schon zeigt. Genau, Johanna, wer kommt denn zu dir hier in das Bonn Lab? Ja, das sind tatsächlich die unterschiedlichsten Leute. Also das ist von, wir haben hier wirklich Hacker-Treffen, so haben wir angefangen. Also die Coder, Code for Bonn hat sich hier getroffen. Das sind dann Programmierer, Techniker. Aber bis hin wirklich zu ja, Kinder, Flüchtlinge, Menschen, die sich einfach für Musik interessieren, die mal zu einem Wohnzimmerkonzert herkommen, Nachbarn, alle möglichen Leute. Ja. Und wie erreichst du die Leute? Wie machst du Öffentlichkeitsarbeit? Ja, also was ich hauptsächlich nutze, ist Social Media. Und da kann ich nur jeden ermutigen, das zu nutzen. Also Social Media ist die beste Möglichkeit, sich mit Leuten zu vernetzen, in Kontakt zu treten, in Kontakt zu bleiben. Ja, fremde Leute kennenzulernen auch. Also viele Leute kenne ich. Leute, die hier hinkommen, kenne ich schon seit Monaten über Social Media und lerne ich dann hier das erste Mal kennen. Oder andere kannten sich auch über Social Media und die treffen sich dann hier das erste Mal. Das ist so von Anfang an der Hintergedanke gewesen, also diese digitale Welt mit der analogen Welt zu verbinden. Genau, ich wollte dich noch gerade fragen, was ist der Nutzen der Leute, hierher zu kommen? Ja. Ist das schon einer der wesentlichen Nutzen? Also der Hauptnutzen, worum es mir immer geht, ist Kollaboration. Also dass Leute zusammenfinden und gemeinsam arbeiten und sich halt austauschen. Und weil mir das halt so wichtig ist, habe ich eine Inga-Community gegründet. Also das ist ein Netzwerk, da können Bonner oder auch Menschen aus der Umgebung dran teilnehmen. Und da können wir auch nachher bei meinem Businessmodell ein bisschen drüber reden. KINGA steht für kreativen Austausch, interdisziplinäres Netzwerken und gemeinsames Arbeiten. Ja, und das ist halt ein Ort dafür, wo man das machen kann. Und es soll noch viele weitere Orte in der Stadt geben, wo sich die KINGA-Community, also die Menschen zum Austauschen und gemeinsam Arbeiten treffen. Und hast du das Gefühl, dass es auch genau der Nutzen, den die anderen, also die Besucher, die Gäste, die Teilnehmer hier haben? Ja, also bei mir geht es immer um was ganz Lockeres. Also ich komme ja auch von der Alanus-Hochschule, also sehr aus der anthroposophischen Richtung. Und ich finde es halt immer sehr wertvoll, wenn Menschen einfach in Kontakt miteinander kommen und über die kleinsten und einfachsten Gespräche eben die grandiosesten Ideen und richtig tolle neue Sachen entstehen, die halt nicht entstehen, wenn man immer nur in seiner Zielgruppe bleibt. Ne? Also zielgruppenübergreifende oder ja, interessensübergreifend, das finde ich halt so spannend. Gut, dann nochmal die Frage in Richtung, ja, deine Motivation haben wir. Welcher Nutzen entsteht für dich oder welchen Für mich Nutzen selber? für dich selber, genau, aus diesem Bonn Lab? Ja, also ich habe sehr viele Ideen und die kann ich halt nicht alle alleine umsetzen. Und was also mein persönlicher Nutzen, der mir jetzt spontan einfällt, ist einfach, dass ich Leute habe, mit denen ich diese Träume für diese Stadt, diese Vision einfach umsetzen kann. Also ich finde Leute, die das mit mir machen. Ne? Also, ja, wir können auch gleich ein paar Beispiele nennen, wenn du willst. Ja, kannst du gerne machen. Ja, also ein Beispiel ist ja hier der My Green Tree. Habe ich bei der Bürgerstiftung letztes Jahr den Ideenwettbewerb gewonnen. Und die stellen jetzt 10.000 Euro zur Verfügung, um eben diese Holzgartentürme, also die kann man noch höher stapeln, eben zu entwickeln und auszuprobieren, wie die Pflanzen da am besten wachsen können. Und
Das Gute ist halt, dass dadurch, dass die Bürgerstiftung dieses Geld für diese Ideenentwicklung zur Verfügung stellt, kann ich jetzt, und ich kann nicht, natürlich kann ich die Pflanzen alle selber gießen. Und wenn diese Türme später in die Schulen gehen, damit das sind dann so kleine Schulgärten, da brauche ich halt Leute, die mir dabei helfen. Ich kann nicht alles selber machen. Und auch dieses Bepflanzen und so, das ist mal ein Beispiel, wo wir dann eben zusammen das machen. Oder ein großes Beispiel, das ist das jetzt, was für die Klimakonferenz, die ja in Bonn stattfindet, mache. Das Projekt heißt Bonn Fidschi. Und da versuchen wir jetzt eben über eine Online-Plattform, und wo wir auch noch gucken müssen, wie machen wir das, kooperieren wir mit einem Unternehmen, bauen wir die selber, was ein bisschen viel wäre, den Menschen ermöglichen, eben freie Gästezimmer zur Verfügung zu stellen. Ja? Das heißt also, Menschen aus aller Welt können sich auf dieser Plattform einschreiben und sagen, hallo, ich suche ein Gästezimmer. Und Leute aus Bonn können sagen, hallo, wir haben ein Gästezimmer. Und dann können die kostenfrei eben für diese 2 Wochen im November da leben. Und das ist auch ein riesiges Bildungsprogramm. Also wenn wir dann quasi Tausende von Bonner, also nehmen wir an, 1000 Bonner öffnen ihre Türen für 1000 Leute aus aller Welt. Ne? Das sind Wissenschaftler, Klimaschützer, Journalisten, wie auch immer. Und die leben dann 2 Wochen lang in diesen Bonner Haushalten. Dann haben wir auf einmal hinterher 1000 Leute oder Familien, die im Thema Klimaschutz viel, viel, viel besser sich auskennen als vorher. Und das ist so ein Projekt, das kann ich nicht alleine machen. Und die Leute, die das mit mir machen, die treffe ich halt hier. Mhm, verstehe. Ja, genau, zum Schluss einfach auch nochmal die Frage, das ist ja alles sozusagen deine Motivation, auch dein persönlicher Nutzen, ne, der Nutzen aber auch natürlich für die Menschen, die hierher kommen, aber womit verdienst du dein Geld? Genau, also ich habe 5 Geschäftsfelder, also mein Logo ist eher so sechseckig aufgebaut, ich habe 5 Geschäftsfelder und dieses sechste ist eben das Gemeinnützige, also dieses Soziale, was ich mache. Also die 5 Geschäftsfelder sind, erstens, man kann den Raum buchen. Also ich habe eine Internetseite, das läuft alles digital ab, also die Buchungen verlaufen digital. Man bucht den Raum digital in einem Buchungskalender. Das zweite ist, man kann dieser Kainga-Community beitreten und dann kann man hier sitzen, man kann hier arbeiten, man kann sich hier mit Leuten verabreden. Das ist das zweite, also dieses Netzwerk, diese Mitgliedschaft. Das dritte ist, dass ich Workshops auch anbieten möchte über die Zeit, ne? Wenn mein Team wächst und so weiter, dass wir dann interessante Workshops zum Thema Digitalisierung, aber auch Selbstentwicklung, Entfaltung, solche Themen auch ansprechen und auch Bildungsprogramme aller Art, also Bildungsworkshops. Also man kann natürlich auch den Raum buchen, um hier einen Workshop zu machen zum Beispiel, ne? Also Workshops. Das vierte ist, dass ich Dienstleistungen anbiete. Ich habe ja selber Architektur studiert. Also die Dienstleistung geht dann Richtung Raumberatung oder weil ich im Social-Media-Bereich so aktiv bin, biete ich auch Dienstleistungen im Bereich Social-Media an oder begleite Workshops bei der Entwicklung oder und so weiter. Und das fünfte ist, dass ich selber Produkte auch anbieten möchte, früher oder später. Und das sind dann digitale Produkte oder physische Produkte. Müssen wir mal gucken, zum Beispiel mit dem My Green Tree. Wenn die 10.000 Euro ausgeschöpft ist und die an die Schulen geht und der Bedarf ist aber noch da, dass es dieses Produkt weitergibt, obwohl es, man kann es selber bauen oder vielleicht wird es dann auch ein physisches Produkt, mal gucken. Das ist 5. Geschäftsfeld. Und so verdiene ich über diese 5 Geschäftsfelder jetzt schon eben mein Geld. Ja. Und aber noch ganz viele Ideen für ganz viele weitere. Ja, genau. Genau. Super. Dann ganz lieben Dank, Johanna. Ja, gerne.